Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's wieder, Dragomina. Und wir blicken gerade in dunkler Nacht auf den Lava-Ozean auf der Suche nach unserem rosa Schaf. Max, das hier ist Max, immer noch, nicht mein Bruder. Kommst du oder willst du noch was machen? Trink gerade Orangensaft. Moment. Ach so, okay. Ich muss eben nur kurz den Deckel wieder drauf machen. Alles klar. So, hier. Jetzt können wir weitermachen. Hier hinten, da wo die Fackel ist, da ist schon die Pferdeweide. Okay. Und davon aus nach rechts, dann kommen wir zum Schaf. Sollte ja super lange wieder zurückzukommen, oder? Bisschen, ja. Also mit dem Schaf. Ja. Ich habe noch keinen, außer das Pferd, hier noch nichts hier lang geführt. Und ich sehe schon Bogenschützen. Und noch einen. Ich renne einfach durch. Ja, hört sich gut an. Uff, ich darf nicht von dir fahren. Ich werde gerade von der Spinne ein bisschen angefallen. Hier muss man echt Ja, durchrennen. Mann. Hier gleich kommt so eine Erdbrücke. Warte, 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 da bist du, ja. Genau, und hier rechts. Ist manchmal auch etwas tricky. Ich bin hier schon einmal verbrannt. Aber der Creeper gerade, der hat sich so versteckt hinter dem Hügel. Ja, das macht niemand mehr, stimmt. Das war mir nie so wirklich als Eigenart von denen bewusst, aber ich weiß, dass ich manchmal in der privaten Welt mit meinem Bruder. Moment, jetzt muss ich gerade nachdenken. Ja, doch, hier weiter. Von Creepern morgens, als ich aus dem Haus gegangen bin, überrascht wurde. Ui. Das war nicht ganz so geil, vor allem weil die uns da die Haustür zertrümmert haben. Ja, was machst du denn Gutes? Ich versuche gerade eben, mich zurechtzufinden. Ich dachte, du baust noch geradeaus irgendwo. Ja, ich meine, ich habe gerade ein paar Mangel in Ausrüstung und versuche gerade. Achtung, da Schade. kommt ein Zombie. Sorry. Ja. Jan, ja, rede weiter. Also, ich versuche gerade ein bisschen. Also, es gibt hier einen geilen Tunnel, wo wir vielleicht mal zu dritt reingehen könnten und mal ein bisschen farmen. Aber ich traue mich da nicht alleine rein, weil ich einfach nur Verteidigung habe. Okay, wenn wir das Schaf haben, dann können wir das machen. Oh, ich bin eine zu früh abgebogen. Wir müssen jetzt hier rüber. Okay, du bist dann vorher rübergekommen. Ich war noch da hinten. Ah, wir können auch da hinten hingehen, wo meine bisherige Brücke ist. Siehst du mich? Ja. Gut. Genau. Ich war lange nicht mehr hier und hier war es auch, wo ich verbrannt war. Oh, ja, ist so wirklich gefährlich. Ich denke mir immer so, wenn ich auf Abenteuerreise hier gehe, ach, so viel Erde, 3 Stacks brauchst du nie im Leben. Und dann merke ich, oh, man könnte ja die Erde verwenden, um über Lavaflüsse zu kommen. Schon das ist ganz praktisch. Wo bist du denn jetzt? Hier, Hier, ach so, ach hier. danke. Siehst du mich? Hier! Ich bin auch hier. Wir Also ich sind bin alle hier. hier. Ich bin hier. Ah, da ist ein Creeper. Bist du über die Brücke gekommen? Ja. Und dann rechts abgebogen? So direkt am Fluss entlang? Ah, ich Ah, ich sehe sehe dich. dich! Und ich sehe Creeper. Sterb bitte nicht beim Runterfallen. Also ich. Moment, soll ich den Creeper ab. Ah, ich hab. Nee, ich hab gar keinen Bogen. Nee, aber komm sicher runter. Also nicht so. Alles gut.
kann mir irgendjemand vielleicht gleich... Der Creeper. Ach ja, stimmt. Wir kommen gleich, wenn wir das... Oh, ich hab vielleicht kein Essen mehr. Hast du noch Essen? Nein. Also, Spinnenaugen, aber die sollen giftig sein. Ja, das hört sich nicht so gut an. Dann müssen wir unterwegs vielleicht. Also ich habe nichts mehr zu essen und habe auch nur noch... Ich hab auch keine vollen... Dingens. Ein Kaninchen. Und ich könnte sonst gleich sterben. Oh. Dann werde ich wohl... Ah ne, ist ein Schaf. Oh Mann. Das wird mir gar nicht so etwas töten. Ja, was Veganes haben wir hier? Ja, es ist nicht jetzt Überleben in der Wildnis. So Karnickel habe ich hier auch nicht oft gegessen. Kann ich einfach so ungebraten von Kuh und Schwein was essen? Ja, das bringt dir zwar nicht so viel, aber ja, kannst du machen. Ich brauche dann auch noch ein paar. Wie sieht der cool aus? Das ist der Obsidiansumpf, von dem ich sprach in der letzten Folge. Cool. Jan, lebst du noch? Ja. Gut. Schade. Boah, hier gibt's alle möglichen gefärbten Schafe. Da hinten ist ein schwarzes. Das rosane ist hier. Ich sollte auch was essen. Das habe ich so schön eingekesselt und das wäre mir fast in den Sumpf entlaufen. Hm. Ah ja. Du hast Weizen, hast du gesagt. Genau. So, es guckt mich an. Dann können wir die Zäune eigentlich auch direkt mitnehmen, nur ich habe keine Axt. Ich hab eine Axt, ich baue den Zaun ab und du kannst schon mal vorgehen. Okay, findest du den Weg zurück? Nö, aber ich finde dich bestimmt, so schnell bist du ja nicht mit dem Schaf. Hallo, Schaf, so. Schaf, siehst du? Guck, so schnell bist du nicht. So, jetzt hat's gerafft, dass es hier Weizen gibt. Die Werkbank, kannst du die gleich auch mitnehmen? Ja. Ich stell meine Fackel hier hin, so... Als Markierung, weil hier ist auch cool zum Bauen, denke ich. Wenn man mal irgendwie woanders will, Weizen kommen. So. Ich versuche mal einen direkteren Weg zu gehen. Ja, das wäre super. Scharf. Put, 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 put. Es guckt weg, wenn ich hier mit dem Weizen komme. Ah, jetzt rafft es das. Vielleicht will es Weizen. Aber das ist ja gar nicht so einfach, Kaninchen zu töten. Ist es auch nicht. Die laufen weg. Wie gemein. Gibt's eigentlich dieses Killer-Kaninchen hier wirklich? Das ist, ja, es gibt, aber... Oh, das ist cool. Nur, ich glaube, dass das Spawn liegt nur bei einer 1%igen Wahrscheinlichkeit. Okay, weil ich hatte immer, wenn ich weißen Kaninchen begegnet bin, so Schiss, ob's das... Nö, nö, die merkst du, die sind, glaube ich, schwarz und haben schwarz? Rote Augen. Nein, wir dann sind die weiß. Ich dachte auch, weiß mit roten Kaninchen Augen. Ist rote Augen, rote Augen. Ja, stimmt, rote Augen, stimmt. Rosa Schaf. Einfach in die Augen gucken. Wenn du da, wenn du den Tod darin siehst, hast du ein Problem. Das Schaf läuft weg. Und grast. Tja, ich hab gesagt, nach dir gesagt, dass es ein bisschen länger dauert. Dann sag mal deine Koordinaten. Minus 100, 11 und 266. Oh, warte mal, wie kann ich mir die anzeigen lassen? F3. F3, ich soll jetzt nochmal. Minus 100, 11 und 270. Aber eigentlich sind ja nur minus 11 und 100 wichtig, ne? Also die erste und die dritte ist wichtig. Die zweite ist nur die Höhe. Okay, ja, nochmal die Höhe. 11. Aber die ist letztendlich unwichtig. Aber minus 11. Minus 11, 173 hast du gesagt, ne? Minus 100, 11 und 270. Huch, hier ist auch ein schwarzes Schaf. Ich versuche das mal auch mit aufzugabeln.
und ich sehe es nicht mehr. Ich mache mich auf den Weg nach Hause, Sonja. Ja. So, ja, jetzt wird's kritisch, weil jetzt Lava. Geil, 3 Diamanten. Oh, ich nehme alles super zurück. 4 Diamanten, 5 Diamanten. Krass. Bist du da in die... Nee, in der Spalte bist du nicht, oder? Wo du rein wolltest mit uns? Hm? Jan? Ich bin da unten, aber ihr werdet das schon merken. Sag mir noch, wenn ich zurückkommen soll, dann komme ich zurück schnell. Bist du über den Eingang zu Hause da? Hm? Bist du über den Eingang zu Hause? Ich habe da ein Schild dran, also... Gut. Ihr solltet den Eingang finden, wenn ihr aus der Lagerhalle rauskommt, da ist so eine Tür und da oben steht drauf Mine. Alles klar. Die habe ich kurz schon gesehen. Also auf Let's Play. Und weil ich wusste ja nicht, ob du woanders hingegangen warst. Scharf, komm. Versteht ihr mich gut, laut? Ja, ganz ausgezeichnet. Gut. Das ist immer so meine Sorge, dass ich das nicht merke, wenn ich zu leise oder zu undeutlich rede. Ich habe ja Diamanten. Das ist gut. Ich habe wieder knapp 5 gefunden. Oh. Ich muss da gleich auch mal rein in die Mine. Ich will mir das auch mal angucken. Die Mine gehe ich nicht gleich rein. Ich werde gleich definitiv erste Möglichkeit zurückgehen für Diamanten. Ich habe jetzt knapp 11 Stück. Oh, das ist richtig gut. Ja. Ich habe ein schwarzes... Ja, sorry. Ganz zu schweigen von den anderen Erzen, die ich insgesamt habe. Also, wenn du Erzmangel hast, dann hast du keinen Erzmangel. Alles klar. Ich habe hier schon eine Herde Schafe, die mir folgt. Das ist ganz lustig. Nur wichtig ist mir das Pinke eigentlich. Aber je mehr, desto besser, denke ich mir. Stimmt. So, ja, das ist doch mal die Koordinaten. Bitte? 120 und 280. Du musst dich gleich übrigens gerade aus dem Boden rein fräsen, nur zur Info. Mhm. Was ist? Ich habe mein Crafting-Tablet vergessen. Egal, mache ich mir gleich noch an. Oh, es ist erst Nacht. Ja, das beunruhigt mich. Ich bin noch auf dem Weg und recht ahnungslos, wo ich bin. Ah, ich komme jetzt wieder in den normalen Wald. Das ist gut. Mit einer wirklichen Schafsherde hinter mir. Bei mir ist das so, ich habe nichts zu essen. Wie viel Hunger noch? Ich habe 4 weg. Und ich habe auch nur 5 Herzen. Okay. Ich hoffe, dass ich gleich da bin. Ich bin gerade etwas ahnungslos, wo ich bin. Dass mir die Schafe hier nicht irgendwo reinfallen. Jetzt sind es nur noch 4, aber davon 2 schwarze und das pinke. Das ist gut. Oh, ich glaube, ich baue mich gleich irgendwo ein. Sonst... Obwohl...
kein gutes Gefühl hier. Nee, aber ich glaube auch nicht. Ich will auch nicht, dass mir die Schafe abhauen. Willst du nicht extra für die Nacht nochmal so ein kleines Gehege machen? Das dauert und dann komme ich weiter voran, glaube ich, in der Zeit. Nur ich bräuchte die Koordinaten, glaube ich, weil ich weiß nicht, wo... Ah, Schaf, wo bist du? Genau, ja, dann gib doch nochmal die Koordinaten durch. 131, 11 und 275. Bevor du anfängst, nach unten zu bohren, sag mir bitte Bescheid, weil neben mir ist... Was? Ja, weil, aber neben mir ist eine Lavaquelle. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich war noch nie... Ah, nein, ein kleiner! Fuck, 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 mit dem das über... fuck! Die sind hart, die sind unmöglich zu besiegen. Aber also, du meinst diese kleinen Mini-Zombies? Ja. Oh ja, die sind wirklich blöd. Oh, ich weiß, wo ich bin. Vor allem... Oh nein! Oh, wie kann das sein? Ich hatte doch noch... Manchmal reichen die Herzen nicht aus. Fuck, da ist auch noch ein Bogenschütze. Und ich... Fuck, ich... Ich möchte gerne was sagen, ja. Das hört sich voll interessant an. Und tschüss. Minus 243, 69, 785. Verdammt! Na toll. Was ist? Jetzt habe ich gar nichts. Ich bin gestorben. Das ist nicht gut. Mein Schaf. Habe ich noch Rüstung hier? Ein Schwert, das ist gut. Aber Rüstung habe ich nicht, oder? Ach, das ist auch hier. Ein Bett. Jan, hast du ein Bett? Ja, habe ich. Wollen wir vielleicht schlafen gehen? Alles klar. Okay. Ich wollte mich schon immer in der Höhle schlafen legen. Dran. Ich hoffe, das ist okay für wenn ich in seinem Bett schlafe. Klar. Ich hoffe, das macht ihm nichts aus. Der merkt das nicht. So, ich gehe dann mal holen das Schaf. Die Schafe, hoffentlich, dass die noch da sind. Weißt du noch, wo sie waren? Ja, ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben. Ach, das ist ja gut. So im letzten Moment noch. Und nur mit einem Schwert bewaffnet ziehe ich jetzt aus, um meine Schafe zu holen. Ach, ich war... Hä? Okay. Ah, ich weiß, aus welcher Richtung ich kommen werde. Mist, ich habe keine Erde dabei und ich muss über den... Kannst du dir schnell welche abbauen? Ja, mach ich. Boah, ich hoffe echt, das pinke Schaf läuft nicht weg. Die anderen sind ja egal, aber das pinke, das wäre ziemlich scheiße. Nein, da... Fuck! Ich bin in die Lava gefallen! Oh nein. Nicht so geil. Das stimmt. Und die Folge ist auch wieder zu Ende. Heißt, vielen Dank fürs Zugucken. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr mir schreiben wollt. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.